So, testi di blub, blub, blub. Ala. Test. Test, Tontest. Aufnahmetest, Dateitest, was auch immer Test. Hauptsache Test. Ende. So, Test Nummer 2. Ton müsste lauter sein. Hier nochmal so in lauter gesprochen. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Test, Test. Bla, bla. Ein letzter Test noch im Videolautstärke gesprochen. Einmal gucken, ob das so gut ist. Und ja, Test beendet. Lol. Joa. Und damit. Jo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Auch dieses Video wird wie letzte Woche ein relativ bescheuertes Video. Das Video von letzter Woche verlinke ich einfach mal direkt am Anfang hier in der Infokarte. Ja, es war das erste ziemlich bescheuerte Let's Play auf meinem Kanal zu einer ziemlich bescheuerten App. Und auch heute können wir wieder etwas Tolles, Unnötiges testen. Nämlich öffne ich meinen Browser und gebe ein Useless Website. Dann kommen wir hier zu theuselesswebsite.com. Und da klicken wir drauf und haben ein bisschen Spaß. Denn auf dieser Seite seht ihr diesen Button. Und wenn ich den drücke, werde ich weitergeleitet auf irgendeine bescheuerte, unnötige Webseite. Und mal sehen, was da so Witziges gibt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Let's go. Ja, ich würde sagen, wir klicken einfach mal das erste Mal auf diesen Button. Und werden weitergeleitet zu tinytuber.com. Ja, wir sehen diese tiny, also kleine Tuba und wenn wir draufklicken, kommt das. Okay, das sagt auch schon wieder einiges. Ich denke, ihr wisst jetzt, worauf ihr euch in diesem Video gefasst machen könnt. Springen wir zur nächsten Seite. Eel Slap. Oh nein, das ist ein Aal. Oh nee, ich glaube, ich will es gar nicht sehen. Oh nein, so wie ich die Maus bewege, kriegt er eine Klatsche von einem Aal. Joa. Auch hier komplett sinnlos. Nächste Seite. Bees.com. Bees. Ach du Scheiße, ich habe mich voll erschrocken. Joa. Bienen. Nen. Sie hat voll den Spaß, alle anderen haben übelste Panik. Da habe ich mich voll erschrocken. Nächste Seite. The Finger, deal with it. That's thefinger.com, okay, das ist sehr freundlich. Nächste Seite. Republiksdemangus.com. Ah, okay, es ist eine französische Webseite mit einer Mango. Und sonst nichts. Aber sie hat 58.000 Likes auf Facebook. Oh, und ich krieg ein You're Awesome, sobald ich mit der Maus darüber fahre. We need more Chichins like you. So please share. Ja, ich teile das gerade mit YouTube, Alter. Warum tut man das? Warum macht man eine Webseite mit einer Mango? Every day I'm hustling. Every day I'm hustling, 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 hustling. Ich glaube, hiervor muss ich so eine Epilepsie-Warnung oder sowas machen. Nicht, dass man dann da irgendeinen Anfall kriegt wegen den bunten Farben. Oh ne, anstrengend. Okay, kein Kommentar dazu. Catbounce.com. Oh nein, jetzt doch nicht. Nein, warum? Ja, das sind hüpfende Katzen. Fragezeichen. Some cats are bouncier than others. Okay. Ah, ich kann die werfen. Ha, okay, jetzt gefällt mir die Seite. Bam. Oh, warte. Bam. Oh. Yo, was habe ich getan? Da ist er wieder. Make it rain. Was passiert? Okay. Catbounce.com. Corn Dog. Und ich glaube, hier passiert tatsächlich nichts. Außer, dass Corn Dogs durchs Bild fliegen. Ganz viele. Ach du Scheiße. Also, ihr könnt diese ganzen Seiten auf jeden Fall mal auschecken, wenn ihr Spaß dran habt. Weirdconfusing.com. Sell me something. Ne, tell me something weird or confusing. Weirdconfusing stuff on eBay. Okay, ich glaube, ich komme zu komischen eBay-Sachen, wenn ich hier draufklicke.
Und ich glaube, ich verliere den Menschen an die Kindheit. Bitte was? Den Glauben an die Menschheit, wollte ich sagen. Ja, den Menschen an die Kindheit. Ja, reden kann ich. Okay, man kann sich für $100 plus $53 Lieferkosten Einhornfleisch kaufen. Ich will auf dieser Seite bleiben, glaube ich. Weirdconfusing.com. Ey, das ist, glaube ich, von den gleichen Machern quasi, nur halt was anderes. Na, klicken wir weiter. Oder Leute, Leute, nein, ich klicke da jetzt nicht weiter. Weirdconfusing.com. Diese Seite hebe ich mir für das nächste Mal auf. Ich werde mal wieder so ein. Wenn dieses Video gut bei euch ankommt, wenn euch das gefällt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch oder sowas alles. Dann werde ich so ein Video mal wieder machen, nur mit dieser Seite, weirdconfusing.com, wo man anscheinend zu weirden eBay-Artikeln weitergeleitet wird. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Nächste useless Website. Sorry, nächste Seite. Random Color. Nein, bitte nicht. Ey, wenn ich jetzt nochmal eingebe. Wer denkt sich denn sowas aus, Leute? Koalas to the max.com. Oh, der noch keiner. Aber warum denn Koalas? Ich will die jetzt alle ganz klein kriegen. Falls jemand nichts zu tun hat, kann er die Punkte zählen. Ey Leute, ich verstehe es gerade. Guck mal, das wird am Ende ein Bild. Das ist quasi ein ganz verpixeltes Bild gewesen, was jetzt langsam erkennbar wird, wenn man darüber geht. Geil. Ach Mann, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Man erkennt den Koala. Reicht jetzt auch wieder. Next. Hackertyper.com. Ja, wow, hier kann ich was eingeben und das sieht aus, als würde ich hacken. Und steht irgendwas von wegen bei Bitcoin. Ach, guck mal, ich kann drücken, was ich will. Ich drücke gerade die ganze Zeit den gleichen Buchstabe. Warte mal kurz. Ich drücke jetzt K. Ja. Steuerung B. Kann ich Bitcoins kaufen? No way. Lol. Shit. Nein, nein, nein. Okay, will ich doch nicht. Is my computer on.com? Yes. Ja, mein Computer ist an. Er sieht an aus. Eine machen wir noch. Hey. Oh, hey. Die hätte ich am Anfang kriegen müssen. Egal. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich beende damit das Video. Also, das war ja mal komplett weird. Wie gesagt, wenn ich dieses mit komischen eBay-Artikeln auch mal machen soll, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, all sowas. Kritik immer gerne in die Kommentare. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen und unterhalten. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, es aufzunehmen. Es war jetzt nichts krass Aufwendiges. Mal sehen, wie aufwendig ich den Schnitt mache. Ansonsten könnt ihr mir gerne auf Insta folgen. Hier mein letztes Video von letzter Woche. Und hier könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Abonniert mich! Was passiert?